Im ersten Teil der Videoreihe hatten wir euch beim Kauf unserer Scheunenfund-S-Klassen dabei. Von den beiden 116er S-Klassen war der 450 SE der vielversprechendste, weswegen wir ihn als erstes Projektfahrzeug in Angriff nehmen. Zum Laufen gebracht hatten wir ihn bereits, als nächstes steht ein kleiner Service an und die ersten Upgrade-Arbeiten. Um den Wagen einwandfrei zum Laufen zu bringen, hatten wir bereits die Zündkerzen, Verteilerkappe, Verteilerfinger, den Kraftstofffilter und den Luftfilter ersetzt. Da der Wagen wegen festgerosteter Bremsen und poröser Reifen aktuell noch nicht fahrbar ist, beschränken wir uns hier erstmal auf den Motorölwechsel. Was Felgen betrifft, haben wir lange hin und her überlegt, haben uns letzten Endes allerdings für den Satz 8 und 9x16 Real Mesh entschieden, die ich vom 123er noch rumliegen hatte. Wir haben sie direkt Probe gesteckt, um uns zu vergewissern, dass sie passen. Und natürlich auch, um uns einen Eindruck zu verschaffen, was fahrwerkstechnisch hier möglich ist. Und wie man sieht, eine ganze Menge. Um zu vermeiden, dass es nach Einbau eines Sportfahrwerks zu Problemen kommt, beginnen wir das Fahrwerk zu verschränken und zu prüfen, wie es mit der Freigängigkeit der Felgen steht. So kann sich ein Eindruck darüber verschafft werden, ob beim Einfedern des Fahrzeugs Kontakt zu Kotflügeln, zum Radhaus oder zu Achsteilen besteht. Da beim W116 an der Hinterachse der Sturz nicht einstellbar ist, muss sich auch hier vergewissert werden, ob es bei Tieferlegung zu Kollisionen zwischen Felgen und Karosserie kommt. Mit Serienfahrwerk wirkt der Wagen wie auf Stelzen. Hier ist definitiv noch sehr viel Luft nach unten. Sehr, sehr viel. Auch hier kommt wieder ein konventionelles Tieferlegungsfahrwerk zum Einsatz, welches gemeinsam mit H&R aus eigener Entwicklung entsteht. Die letzten Jahre stieg vermehrt die Nachfrage nach tieferen Fahrwerken als denen, die bereits auf dem Markt erhältlich sind. Dies hängt sowohl mit der steigenden Beliebtheit der Mercedes Oldtimer zusammen, als auch mit der Tatsache, dass man durch den Verbau eines Luftfahrwerks kein H-Kennzeichen mehr erhält. Nun aber wieder zurück zum Thema. Wie auch die 123T-Modelle hat der 116er hinten Niveauregulierung. Um die Stoßdämpfer hier auszubauen, muss die Hydraulikleitung oben im Innenraum gelöst werden, um den Stoßdämpfer dann nach unten aus dem Querlenker herausziehen zu können. Dies ist leider notwendig, da der Stoßdämpfer durch die Feder geschoben ist. Ich hatte bis jetzt noch keine Probleme mit der serienmäßigen Niveauregulierung bei Tieferlegung, da man die Grundeinstellung relativ weit nach unten ausregeln kann. Nachdem die originalen Federn ausgebaut sind, wird unten der Federteller im Querlenker erstmal ordentlich gereinigt, da sich hier im Laufe der Jahre sehr viel Dreck ansammeln kann. Beim Einbau immer darauf achten, dass das Federende ordentlich in der Aufnahme liegt, da es sonst zu Geräuschen beim Einfedern kommen kann. Mein Lieblingsmoment, das erste Mal Ablassen des Fahrzeugs mit dem neuen Fahrwerk. So soll es sein. Zu guter Letzt ist noch die festgegammelte Bremse an der Reihe. Hinten mussten einfach nur neue Beläge eingesetzt werden, da die alten im Bremssattel festgegammelt sind. An der Vorderachse waren leider die Bremssättel fest. Man könnte natürlich die Bremssättel zerlegen, die Bremskolben reinigen und einen neuen Dichtsatz verbauen. Da wir hier allerdings schon keine originalen Bremssättel mehr haben, spielt es auch keine Rolle, gleich direkt Zubehörbremssättel zu verbauen, welche erheblich billiger sind als der Dichtsatz inklusive der Arbeitszeit, die dabei drauf geht. Wie bei Mercedes-Modellen bis zum W123 üblich, sind die Bremsscheiben von hinten an der Radnabe verschraubt. Somit muss die Radnabe, das Radlager und die Bremsscheibe als Einheit entfernt und zerlegt werden. Nach Reinigung aller Auflageflächen an der Radnabe kann die Bremsscheibe montiert werden und das Ganze als Einheit mit dem Radlager wieder verbaut werden.
Da wir sowieso neue Bremsschläuche benötigen, verbauen wir hier direkt Stahlflex-Bremsleitungen von Hel Performance. Diese sind deutlich langlebiger als die serienmäßigen Gummischläuche und sehen zudem deutlich besser aus. Diese findet ihr bei uns im Shop für die meisten Mercedes-Modelle in allen möglichen Farbvarianten inklusive ABE. Da nun Fahrwerk und Bremsen komplett erneuert sind, steht sowohl dem Betrieb auf der Straße als auch einem neuen TÜV nichts mehr im Wege. Und das Resultat kann sich definitiv sehen lassen. Da mittlerweile nahezu das teuerste an Real Mesh die Narbendeckel sind, da diese häufig geklaut werden, brechen oder verloren gehen, habe ich mich dazu entschieden, neue Deckel aufzulegen, welche in unserem Shop erhältlich sind. Jetzt steht die erste Wäsche seit Jahren an. Über den Lackzustand konnten wir bis jetzt nicht viel urteilen, da noch eine dicke Schicht Staub drauf ist. Der Staub ist weg und offenbart das Ausmaß der Beschädigungen durch die Lagerung der Kotflügel, die auf dem Dach lagen, die schlecht ausgeführten Lackarbeiten wie hier am Seitenteil, sowie matte Stellen auf dem Dach und auch zerkratzte Chromzierleisten. Mal sehen, was man durch eine Aufbereitung noch rausholen kann. Wenn euch das Video und unsere Projekte gefallen haben, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und seht im nächsten Video, wie es mit der Technik des Wagens weitergeht. Ich schneide alles raus, was unfähig ausschaut. Also alles. Nein. Also so bitte nicht. Was sagen Sie dazu?